mach einfach mal die Main Story und schauen wir mal. Falls wir mehr Kampfpunkte brauchen, dann gehe ich da fighten. Frank ist geklärt. Bin also auf dem Weg. Wenn du Rhoda dazu bringst, dir zu sagen, wo das Terminal ist, sag Bescheid. Du wirst deine Schwester finden und ich die fehlenden Namen der Arschlöcher für meine Todesliste. Alle werden glücklich sein. Bis auf die Leute, die du abknallst. Die werden nicht mehr in der Lage sein, sich darum zu sch... Da ist ein bisschen was los in der City. Die Jagd hat begonnen, das ist bad. Jump, Junge! Geht sich's aus? Ja, komm, es geht sich aus. Geh runter, bitte. Dass er beim Rumklettern automatisch nach Sachen grabt, ist manchmal richtig belastend. Lieutenant Rowe, ich habe Befehle vom Commander. Ich bin nicht Rowe. Er ist mit seinem Trupp nach New Dawn Park gezogen. Ich bin Lieutenant Grady. Grady? Was? Ich schätze, dann muss ich weiter. Wovon redest du? Zeig mir diese Befehle, mein Sohn. Ich soll sie Rowe persönlich übergeben. Und ich bin Rowe, wenn Rowe nicht hier ist. Das nennt man Befehlskette. Gib her. Hat er recht irgendwo. Was zum Henker? Hat der Commander gesagt, warum wir uns ins Stadtzentrum zurückziehen? Er schien nicht besonders darauf aus zu sein, mir irgendwas zu erklären. Ich bin nur der Bote. Also gut, Jungs, packt zusammen. Befehl vom Commander, Rückzug. Wir dürfen zurück zur Basis. Was tun wir? Wir verlassen diesen Außenposten? Hinterfrage mich nicht. Bin halt krank geschrieben und hab dadurch Zeit, den ganzen Tag auf Twitch zu verbringen. Was sollen wir machen? Also erstmal gute Besserung, ist immer shit, wenn man krank ist, aber ich glaube mal so ein Tag im Bett auf Twitch ist auch ganz okay, oder? Wie geht's hier? Mir geht's eigentlich relativ gut, ich habe heute ausgeschlafen. Also, ja, bin auch relativ verschlafen, weil ich erst aufgestanden bin. Aber ansonsten geht's mir eigentlich gut soweit. Wenn er das liest. Und ich bin hier, um Leben zu retten, nicht um meins zu verlieren. Ja, danke für den Tipp. Drecksschweine. Wir haben doch keine Chance. Es tut mir wirklich leid, Civi, aber wir haben unsere Befehle. Ihr könnt uns nicht einfach den Idioten. Ach so, das... Okay, danke für den Block. Wenn ich jetzt auf Shift drück... Lawan, ich gehe nach Dawn Park. Oh. Offenbar ist Broder drin gegangen. Ich verstehe immer noch nicht. Habe ich so einen kleinen Geschwindigkeitsboost und der braucht extrem viel Stamina. Klar, aber... Tag, moins, gewört, was geht. Ich habe also keinen blassen Schimmer, was in seinem Kopf vorgeht. Nein! Der Schlechter, erzähl mir mehr über ihn. Der Colonel, er ist der Anführer der Abtrünnigen. Er gab den Befehl, die Stadt... Na, bin erstmal eine Woche krank geschrieben, also wird ein bisschen mehr sein Tag bei Twitch. Tut mir leid. Ja, okay. Mehr nicht. Ich hab meinen Vater auf Dauer wird's dann schon ein bisschen kage, aber so einen Tag einfach mal nur chillen und irgendwie Content konsumieren, sei es jetzt YouTube oder Twitch oder irgendwelche Filme, das fühle ich hin und wieder schon, muss ich sagen. Ich meine, wenn man krank ist, ist es was anderes, aber sonst findet man halt selten die Zeit dazu, finde ich. Kurz bevor sie mich und Mia trennten. Suchst du deshalb nach ihr? Ist sie die Einzige, die aus deiner Familie noch übrig ist? Konzentrier dich. Nicht viel bei dir. Okay. Auch nicht viel. Gerade erst aufgestanden und... Jo. Bisschen weiterzogen, ne? Ich muss da doch hochkommen irgendwie. Piss dich, Dicker. Wow. Geht sich nicht aus. Doch. Grab! Ah, ich bin immer noch. Ich werde immer noch gejagt. Ja moin, das habe ich nicht mal realisiert. Alter. Ich fight die gleich, wenn es so weitergeht. Ja, schau ja sonst meist nur den Stream von Tom, weil ich für andere kaum bis keine Zeit habe. Aber dafür bin ich
Aber dafür habe ich da jetzt genug von. Und kann halt auch mal andere Friends unterstützen. Ja, ne. Gerade einen Stroke bekommen beim Lesen irgendwie. Ich weiß nicht, was gerade los war mit mir. Ich habe so die eine Zeile gelesen. Vor allem habe ich auf die nächste nach unten geswitcht. Denke mir so, hä, irgendwie. Dann griff mich eine andere Gruppe. Passt das jetzt nicht so ganz was? Die Abtrünnigen haben unsere Stellung im Zentrum nicht angegriffen. Dying Light ist so ein geiles Game. Oh, Scheiße. Hey, hier sind immer noch ein paar Ratten. Vorsicht. Ich werde den ersten Teil dann auch noch zocken, auf jeden Fall. Versteckt. What the fuck? Sperr mich aus. Alter, ist der Level 3? Weg! Daneben. Mir ist die Ausdauer ausgegangen. Was macht denn der? Moin. So, wo ist der andere Bogenschütze? Wer ist hier die Arschritze, die mit dem Bogen von 30 Metern rüberschießt, ha? Huh? Ja, okay. Wenigstens droppen die mal ein bisschen was, was man brauchen kann. Also unser Katana gerade, das habe ich jetzt dann gestern auch noch bekommen, das ist schon sehr stark. Hab's gleich ein bisschen geupgradet auch noch. Sollte dort oben auf dem Hoteldach sein, an der Kreuzung zum Newell's Drive. Hinten am Gebäude ist eine Seilwinde. Dort kannst du hoch. Wenn sie noch nicht zurück sind, kannst du sie dort finden. Danke. Wenn du es alleine zurück zur Base schaffen kannst, geh dorthin. Und lass dich nicht wieder in eine Kiste treiben. Och nö. Der ist auch frei, let's go. Wait. Der hat mich abgeaimt, der Snakey. Über uns. Du Insekt, willst du, dass ich dich zermalme? Wie läuft's? Raum schon gefunden? Na, noch nicht. Aber ich bin ein paar Abtrünnigen begegnet. Scheiße, warte. Ich bin auf dem Weg. Weg mit dir. Ja, da ist der Hemmstoffbehälter drin. Let's go. Wenn ich warten muss, gleich mal voll healen. Jetzt geht's oder was? Des Trupps im unteren Stockwerk. Jawohl, Sir, Lieutenant, Sir. Jawohl, Sir. Ich werde euch nicht belästigen. Du hast sie erledigt? Wer bist du? Aiden, ich habe Befehl von Jack Matt. Scheiß die Wand an. Mal sehen, was die Weihnachtselfen uns gebracht haben. Scheiß die Wand an. Rückzug jetzt. Soll das ein verdammter Witz sein? Weißt du, wie viele Männer ich für dieses elende Stück Land verloren habe? Ich weiß es nicht, Lieutenant, aber ich habe andere... Fünf unserer Besten. Barthes hat mir Infizierte getötet als eine ganze Einheit. Sierra und Little Run. Sie haben schon vor dem Untergang an meiner Seite gekämpft. Sie haben ihr Leben für diesen Teil der Stadt gelassen. Und jetzt? Jetzt soll ich mich zurückziehen? Ich suche einen Zugang zur GRE-Datenbank. Ich habe gehört, dass du weißt, wo ich den finde. Das weiß ich. Aber warum zum Teufel sollte ich dir das unter diesen Umständen sagen? Ich habe wichtige, wenn auch idiotische Arbeit zu erledigen. Troll dich endlich. Okay, Gentlemen. Sammelt die Hundemarken der Gefallenen ein. Ist zwar scheiße, aber Befehl ist Befehl. Bro, warte.
Lawan, bist du auch gekommen, um mir auf den Sack zu gehen? Du kennst mich, Ro. Aiden und ich suchen nach dieser GRI-Datenbank. Und du wirst es uns sagen. Willst du es lieber in die Länge ziehen? Oder es hier und jetzt erledigen? Verdammt nochmal. Warum sucht ihr die Datenbank? Sie soll auf Servern in der Kommandozentrale des Observatoriums liegen. Aber das Gebäude wurde vor Jahren bei den chemischen Angriffen zerstört. Eine Bombardierung nach der anderen, als wären wir die verdammten Vietcong. Nichts blieb übrig. Versteht ihr? Nada. Schaut ruhig selbst nach. Gentlemen, abrücken. Braucht ihr einen Hemmstoffbehälter unbedingt? So. Machen wir mal 5-5 und dann schauen wir mal. Bisschen spät ist sie da. Jetzt? Hast du nicht gehört? Diese Datenbank scheint schon lange weg zu sein. So viel also zur Ergründung der Geheimnisse unserer Kindheit. Okay, ich suche weiter die Scheiße auf meiner Abschlussliste und du... Du kannst das Leben im Zentrum genießen. Ich gehe zum Observatorium. Dann gehst du alleine. Wir trennen uns also? Alle guten Dinge müssen ein Ende nehmen. Der Schlechter und die Deppen auf meiner Liste, die werden das auch bald herausfinden. Ich gehe zurück, um nach ihnen zu suchen. Du solltest auch nicht hierbleiben. Aiden, es tut mir leid, dass du deine Schwester nicht gefunden hast. Ja, danke. Wenigstens hast du noch Watts. Er weiß wahrscheinlich, was mit ihr passiert ist. Wenn ich ihn finde, lasse ich es dich wissen. Viel Glück. Pass auf dich auf, Lawan. Der Waltz ist so ultra stark. Du musst einfach zusehen, dass... Hey, wo ist die Zentrale? Dort. Na schön, Männer. Wir kümmern uns um die UV-Lampen und kehren zur Basis zurück. Sollte alles rund laufen, schnell und einfach. Los, los, los! Die haben schon zwei unserer Lager angegriffen. Wir tun alles, um euch zu bewachen. Wenn nötig, intervenieren wir. Wenn ihr eingreifen könnt, warum haut ihr dann ab? Das ist Schwachsinn. War dein Vater nicht ein berühmter Kriegsheld? Ich wette, er dreht sich gerade im Grab. Pass auf, was du sagst, Zivi. Die Situation ist überall hart, das weißt du. Bist du auf Arbeit?